Aufatmen am Suezkanal. Das auf Grund gelaufene Containerschiff Ever Given ist nach seiner 6-tägigen Blockade freigelegt. Der 400 Meter Koloss sei wieder in einem schwimmenden Zustand gebracht worden und werde nun gesichert. Zuvor waren zusätzliche Bagger angerückt, um das Erdreich unter dem Schiffsbug weiter abzutragen, offenbar mit Erfolg. Fast eine Woche machte der Frachter eine der wichtigsten Handelsstraßen der Welt unpassierbar. Der Suezkanal verbindet Europa und Asien. Rund 370 Schiffe warten jetzt noch auf die Durchfahrt. Nun dürfte es allerdings auch eine ganze Weile dauern, bis sich der Megastau der Containerriesen wieder aufgelöst hat. Wir schalten mal zu unserem Ägypten-Korrespondenten Karim El-Gouari. Schönen guten Morgen. Also, viele kleine Bagger führen offenbar zu großem Erfolg. Ja, das sind keine kleinen Bagger. Wir waren selber vor Ort vor 2 Tagen, sondern das sind riesige Bagger. Die sind zum Teil 140 Meter groß, schwimmende Bagger, die das Ganze seit Tagen eben ausbaggern. Das ist eine Arbeitsteilung gewesen. Wir waren das selber, haben das selber gesehen vor 2 Tagen. Wenn es eben Ebbe gab, dann haben die Schlepper den Sand weggeschoben. Und das sind Tausende von Kubikmetern, die sie in der Stunde wegschieben. Und dann, wenn eben wieder Flut war, dann haben die Schlepper an diesem Monstrum gezogen. Und das ist offensichtlich jetzt von Erfolg gekrönt worden heute Morgen. Das Schiff ist zumindest teilweise wieder frei. Also man kann sehen, wie es sich das Heck in Richtung Mitte verschoben hat. Es gibt Videos von den Schleppern, die das Ganze mit einem großen Hubkonzert feiern. Und jetzt wartet man darauf, dass noch mehr Flut einsetzt, in der Hoffnung, dass bis heute Mittag das Schiff dann möglicherweise ganz frei kommt. Und dann wird es erst einmal mit Sicherheit inspiziert werden und zu schauen, ob es irgendwelche Schäden gibt. Die gute Nachricht ist, dass der japanische Schiffsbesitzer ja schon vor ein paar Tagen gesagt hat, dass das Ruder und auch die Schiffsschraube intakt sind und dass das Schiff, wenn es dann einmal ganz frei ist, sich tatsächlich auch mal dann wieder selbst dort wegbewegen kann. Aber wann das der Fall sein wird, das wissen wir im Moment noch nicht. Wie lange wird es denn dann noch mal dauern ungefähr, bis der Kanal wieder befahrbar ist? Ja, das hängt eben davon ab, wie schnell das jetzt hier geht, wann das Schiff endgültig befreit ist, wann es eben freigegeben wird, dass es überhaupt keine Schäden hat. Und dann muss sich ja dieser riesige Stau erst einmal auflösen, weil wir haben jetzt fast 370 Schiffe, die da auf beiden Seiten des Kanals in Warteschleife stehen und mit einem Warenwert von über 10 Milliarden Dollar. Und also wenn es dann wieder losgeht, wird es wahrscheinlich erstmal langsam losgehen. Und dann wird sich das Problem, glaube ich, ein wenig verschieben. Also weg sozusagen der Rückstau am Suezkanal, wenn die Schiffe einmal fahren, dann beginnt der Rückstau an den jeweiligen Zielhäfen, also in Rotterdam und Hamburg und so weiter, weil sich natürlich, also das löst diese Geschichte, wird natürlich in den Zielhäfen eine gewisse Kettenreaktion auslösen, wenn das Ganze dann am Ende wirklich losgehen wird. Ja, definitiv der teuerste Stau der Welt. Welche Lehren kann man denn jetzt aus diesem teuren Desaster ziehen, damit sowas eben nicht nochmal passiert? Das ist unklar, denn wir wissen ja immer noch nicht genau, was jetzt eigentlich überhaupt dazu geführt hat, dass sich dieses Schiff so verkeilt hat. Der Chef des Suezkanalbehörde hat vor 2 Tagen eine Pressekonferenz gegeben, in dem er gesagt hat, der Wind alleine war das sicher nicht. Er hat gesagt, solche großen Unfälle sind in der Regel das Ergebnis einer Kettenreaktion. Das heißt, er hat auch menschliches Versagen und auch technisches Versagen nicht ausgeschlossen. Eine Diskussion, die aber im Moment nicht in der Öffentlichkeit geführt wird, weil die Untersuchung läuft weiter und da hängen natürlich unglaubliche Schadenersatzforderungen dran, wer für diese ganze Geschichte verantwortlich gemacht wird am Ende. Karim El-Gouari, danke schön für diese aktuelle Einschätzung.